Danke, lieber Willi. Du, das Team, alle, was da mit da haben bei der Vorbereitung. Ihr habt das richtig, richtig gut gemacht, richtig, richtig gut vorbereitet. Und ich glaube, in unser aller Namen, super Stimmung, klasse Veranstaltung, super habt ihr es gemacht. Danke, Willi. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich brauche euch jetzt auch nicht nur sagen, dass das leibend ist, wenn man da steht und in eine so gut gefüllte Halle schaut, in so motivierte, engagierte Gesichter. Das ist eine Selbstverständlichkeit, aber ich muss es sagen, so wie es meine Vorrednerinnen und Vorredner auch gesagt haben, es ist wirklich klasse und das Leibendste ist, dass wir uns gemeinsam sehen können, dass wir nicht über irgendwelche Bildschirmkasteln miteinander kommunizieren und dass wir auch diese Kraft entwickeln können, dass wir spüren, was da für Kraft ausgeht, wenn wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gemeinsam unterwegs sind. Und dass wir, geht schon. Und wenn man sich für was einsetzt und wenn man hartnäckig ist, dann kann man auch erfolgreich sein und dann ist man auch erfolgreich. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Beispiel ist die Verlängerung der Kurzarbeit. Die ja jetzt bestehende Kurzarbeit läuft mit Ende Juni aus. Und wir haben gesagt, es muss für das zweite Halbjahr wieder eine Kurzarbeit geben, weil wir ja abgesehen davon, dass wir nicht wissen, was das depperte Virus macht, auch wissen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund der Lieferkettenproblematik zu Schwierigkeiten, besonders in der produzierenden Industrie, kommt. Und daher haben wir gesagt, wir brauchen die Kurzarbeit auch im zweiten Halbjahr. Aber was wir sicher nicht mehr machen, ist, dass wir uns mit 80, 85 und 90% mit dieser Abgeltung während der Kurzarbeit zufrieden geben. Es geht um die Nettoersatzrate, wie viel kriegt man, wenn man in Kurzarbeit ist, von dem, was wir vorher gehabt haben. Und wir haben gesagt, wir wollen durchsetzen, wenn es wieder zur Kurzarbeit kommt, dass wir eine Nettoersatzrate von 90% erreichen. Und da ist uns von Anfang an von allen möglichen Seiten gesagt worden, das geht nicht. Die Regierung hat gesagt, sie finanzieren es nicht. Mit den Arbeitgebern haben wir dann verhandelt. Und ich kann euch heute sagen zu dieser Konferenz, letzte Nacht haben wir den Sack zugemacht. Es wird die Kurzarbeit geben im zweiten Halbjahr und die Nettoersatzrate wird 90% sein für alle betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich erwähne das deswegen zu Beginn, weil es, glaube ich, schon ein gutes Zeichen ist und zeigt, was man auch bewegen und erreichen kann, wenn man solidarisch vorgeht und gemeinsam ein Ziel verfolgt und nicht zu früh die Nerven wegschmeißt. Und so machen wir das auch im Zusammenhang mit der Teuerung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Vorrednerinnen und Vorredner haben so viele der Punkte aufgezählt, die wir in den letzten Wochen und Monaten aktiv in die Diskussion eingebracht haben. Die Renate und ich waren mehrfach sowohl bei den Spitzen der Bundesregierung als auch bei einzelnen Fachministern und haben versucht, die Punkte darzulegen, die aus unserer Sicht wichtig sind. Und ich möchte ja gar nicht so sehr auf alle Details eingehen, kann ich auch gar nicht, weil wir haben ja nicht ewig Zeit. Aber wisst ihr, was mich so persönlich so magert und wo ich so persönlich immer wieder ein Problem habe? Dass ich das Gefühl habe, manches Mal, es wird auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert. Wenn wir von Betroffenheit sprechen, wenn wir darüber reden, wie es Leid geht in der Situation, dann reden wir von Menschen, von Empfindungen, von Schicksalen, dann reden wir davon, wie es denen Leid geht. Und oft habe ich dann, wenn man irgendwelche Grafiken dann dargestellt werden, Excel-Charts übermittelt werden, Gießkannen, Diskussionen und sonstiges mehr, denke ich mir manches Mal, von was reden die jetzt eigentlich? Ja? Weil es ist natürlich eh alles super, wenn da die Gelehrten da Länge mal Breite irgendwelche Tabellen hinhauen, aber keine einzige von diesen Tabellen hilft denen, die mit dem Geld nicht auskommen und die übermorgen nicht wissen, wie sie einkaufen sollen. Und darum kann ich nur sagen, wir horchen uns das eh alles an, wir schauen uns das auch alles an,
aber irgendwann reicht es mit den Tabellen und mit den Geschichten und mit den Grafiken. Jetzt müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Und der Zeitpunkt, wann das ist, ist jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nicht irgendwann. Und dann kommt das Argument, wir haben eh schon so viel gemacht. Bitte, dann sagt der Herr Finanzminister, aber 4 Milliarden sind ja nicht nichts. Da hat er recht. Da hat er recht. 4 Milliarden ist richtig viel Geld. Wir müssen uns nur anschauen, wofür werden die 4 Milliarden, die in den bisherigen zwei Paketen gesetzt wurden, verwendet und wie viel von dem profitieren die Arbeitnehmer und wann kriegen sie das? Zum Beispiel der Energiekostenausgleich 150 Euro. Weiß ich genau, weil das habe ich gestern für meine Mama, die ist 85, ausgefüllt und abgeschickt auch mittlerweile. Der kommt irgendwann im Spätherbst oder im nächsten Jahr zum Tragen. Also das ist eh was Feines, aber es ist halt irgendwann und nicht jetzt. Und der Punkt ist, wisst ihr, und das ist auch das, was so schwierig ist, viele der Maßnahmen, die hier gesetzt wurden, sind Ankündigungen, wo man noch nicht wissen, wie sie umgesetzt werden, oder sind Einmalzahlungen. Danke für die Unterstützung. Und Einmalzahlungen, das ist halt was, von dem man auch nicht auf die Dauer leben kann. Weil eine Einmalzahlung hat den bläden Beigeschmack, dass das Wort einmal drin ist. Das heißt, es gibt einmal ein Geld, aber es gibt nicht laufend ein Geld und es ist nicht nachhaltig. Und das macht es in Wirklichkeit auch so schwierig. Also Einmalzahlungen sind nicht das, was wir anstreben. Ihr habt die Daten und Fakten gesehen, die Inflation liegt bei 8%. Ihr habt gesehen, was das heißt für eine vierköpfige Familie von den Auswirkungen. Und wir wissen auch das, was bisher gemacht wurde und was bei den Arbeitnehmern ankommen soll. Der Energiekostenausgleich, das Aussetzen der Förderpauschale, die 100-Euro-Senkung der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe. In Summe sind es 340 Euro Einmalzahlung für Arbeitnehmerinnen und Pensionistinnen und Pensionisten. Und ehrlich gesagt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist zu wenig und daher braucht es dringend, dringend, dringend Maßnahmen, die jetzt greifen. Und ehrlich gesagt, da kann man jetzt da diskutieren, wir haben ja gehört, was jetzt alles diskutiert wurde in den letzten Tagen, ja, da werden wir vielleicht hergehen und den Klimabonus verdoppeln, hat der Roman eh schon was dazu gesagt gehabt. Aber das war ja nicht zur, den Klimabonus, außer ich habe was falsch verstanden, den gibt es ja nicht zur Bekämpfung der Teuerung. Das war ja zum Ausgleich der CO2-Bepreisung gedacht. Ne? Also wenn das eine und das andere, kann ich nicht sagen, das ist aber auch eine Maßnahme gegen die Teuerung, weil da fallen mir wahrscheinlich noch 17.000 andere Sachen an, die auch alle als Maßnahmen gegen die Teuerung verkaufen und sagen, so viel haben wir eh schon gemacht. Die Frage ist immer, was kommt an und wann kommt es an? Und tut uns bitte nicht alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen. Das brauchen wir wirklich nicht. Fällt uns nicht am Schmäh. Und dann gibt es Dinge, also ich bin ja immer sehr für Sachliche, ich bin ja kein Streithansel. Außer wenn es sein muss. Ne? Das kennen wir alle. Aber manche Dinge machen mich dann auch zornig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zornig macht mich der permanente Versuch, Satzern bekannter neoliberaler Hardliner, die von der Not und Sorge der vielen getriebenen Debatte dazu verwenden, um ihre Geschichten der Bevölkerung und uns allen eine zu drucken. Und das ist was, wo ich sage, das müssen wir auf das Entschiedenste zurückweisen. Und sie wollen, dass wir mit ihnen darüber reden. Sie erzählen das Märchen von der Lohnpreisspirale, reden von der sozialen Treffsicherheit, von der Gefahr der Gießkanne und verkaufen uns die Senkung der Lohnnebenkosten als das Mittel, mit dem wir alle Probleme lösen. Und all denen, die da so unterwegs sind und die uns in Wirklichkeit mit diesen Aussagen verarschen, denen rufen wir heute klipp und klar zu, wenn ihr wollt, dann reden wir genau über diese Punkte, aber dann reden wir Tacheles. Weil die Märchen, die ihr erzählt, glaubt niemand. Reden wir nicht über eine Lohnpreisspirale, die es in den letzten 40 Jahren in dem Land nicht gegeben hat. Reden wir über die Gewinnpreisspirale. Reden wir über die Treffsicherheit. Gerne. Ihr sagt uns die Gierskau, wenn wir darüber reden, dass wir die
die Lebensmittelpreise, die Mehrwertsteuer senken oder aussetzen für einen bestimmten Zeitraum, ja, das ist ja nicht treffsicher, weil die Butter wird ja dann auch für einen, der viel verdient, billiger. Das soll, und dann sagen sie, und das ist die Gießkanne, ja? Und wie die großen Milliardenbeträge geflossen sind bei den Corona-Förderungen, das war kein Gießkau. Da hast du geglaubt, der Wasserrohrbruch auf der Südostangenten ist. So ist alles geschwommen. Und bei uns war es die Gießkau, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie reden wollen, reden wir auch über massiv steigende Gewinne. Wir reden über Windfall-Profits. Norbert Schnedl hat darauf hingewiesen. Übergewinne, ne? Zufallsgewinne, hat der Willi gesagt. Her damit, alles das müssen wir uns holen. Und ich brauche die Dinge nicht übermäßig nochmals alle wiederholen und zusammenfassen. Der entscheidende Punkt ist, wir haben lange und detailliert auf Sozialpartnerebene verhandelt. Wir haben Gespräche geführt und haben ein Paket geschnürt. 9 Punkte haben wir der Bundesregierung übergeben. Bis zum heutigen Tag können wir unter 1 seit heute ein Hackerl machen, das ist die Kurzarbeit. Alle anderen Punkte sind offen, neue Punkte sind hinzugekommen, Forderungen von uns. Warum? Weil wir haben das schon im März gemacht und da war die Inflation auch noch niedriger als was jetzt ist. Und darum haben wir gesagt, wir müssen bei den Lebensmittelpreisen was tun. Und es werden weitere Punkte dazukommen, weil wir nicht zuschauen können, wie die Leute leiden unter dieser Entwicklung und wie nichts getan wird. Und ehrlich gesagt, wenn es notwendig ist, dass wir uns da versäumen, dass wir schnell wieder einen Termin kriegen, so wie heute, dann können wir sie jede Woche auch versäumen, wenn sie das haben. Wenn was weitergeht nachher, dann können wir das schon machen. Aber nur, wenn was weitergeht. Nur, wenn was weitergeht. Weil es bleibt dabei, Escort-Service sind wir keines, aber wenn man mit uns verhandelt und Vereinbarungen trifft, sind wir auch pakttreu und halten uns dran. Aber was nicht geht, ist, dass man irgendwelche Arbeitsgruppen macht und uns dort 2 Monate mit Nichtsitzungen irgendwie versucht, bei Laune zu halten und dann sagt, und hurra, jetzt haben wir 121 Punkte, als Ergebnis der Arbeitsgruppen, das werden wir uns jetzt anschauen. Also wer glaubt, dass man uns so vorführen kann, lebt am Mond und in einer halben Stunde haben wir das Treffen und genau das werden wir einer Songrenate tun, oder? Ja. Vielleicht sage ich auch jetzt, da sind wir noch gekommen, die Renate Anderl und ich, aber das nächste Mal kommen wir alle miteinander. Aber, weiß ich noch nicht. Kommt auf die Stimmung an. Um was geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen? Wirklich ganz kurz zusammengefasst, es geht um 3 Dinge. Es geht um rasche Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für Pensionistinnen und Pensionisten. Es geht zweitens um die Dämpfung der Inflation. Das hat eine österreichische und eine europäische Komponente. Da muss man sich einhauen, dass da was weitergeht. Und es geht drittens um die Sicherung der Kaufkraft. Und das steht über dem Ganzen, neben all den Maßnahmen, wie man schnell helfen kann, ist unsere Aufgabe als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter natürlich auch, die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sichern. Und das heißt, diese Konferenz heute dient dazu, um deutlich zu machen, tät's was, macht's was jetzt und sorgt dafür, dass die Inflation nicht weiter steigt. Weil wir haben bald wieder große Kollektivvertragsverhandlungen. Wir sehen uns alle miteinander bald wieder. Und damit einige, die da jetzt schon sagen, naja, da muss aber der Finanzminister einmischen und mit den Gewerkschaften reden und ihnen erklären, was anschließen dürfen und was nicht anschließen dürfen. Habe ich alles gelesen in der letzten Zeit. Ne? Und all denen möchte ich gerne auch ausrichten mit eurer Unterstützung. Wer glaubt, dass wir Lohnabschlüsse im Herbst unter der Inflationsrate machen, der lebt am Mond und soll sich über die Häuser hauen. Genau das braucht man nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Danke. Dankeschön für eure Solidarität und für die Unterstützung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was kann man jetzt machen? Was tun wir in der nächsten Zeit? In der gleichen Intensität, wie man jetzt um die Kurzarbeit gekämpft hat, werden wir dranbleiben bei den anderen Punkten zur Teuerung. Ob was geht oder nicht, wissen wir vielleicht schon heute am Abend. Und wenn ich irgendwas Spannendes erfahre, werde ich euch das über die ZIP2 heute ausrichten. So wird der Armin Wolf die Chance gibt, das auch zu tun, aber ich hoffe doch sehr. Aber wir müssen was tun miteinander. Wir müssen die nächsten Wochen und Monate nützen, weil Verhandlungen sind das eine. Das machen wir, das haben wir gesagt, wenn es einen Sinn macht. Escort-Service sind wir keines. Aber wenn es Sinn macht, verhandeln wir und schauen, dass man gute Ergebnisse zieht. Aber wir müssen auch zeigen, dass wir es ernst meinen. Es muss spürbar sein, dass das heute der Beginn auch, wenn es notwendig ist, einer notwendigen Eskalation ist. Und Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter fangen damit an, dass sie zuerst einmal Betriebsrätinnen und Betriebsräte informieren. Und dann überlegen, was sind die nächsten Schritte. Wir sind nicht die blank ziehen und sagen, hurra, weil es lustig ist, machen wir irgendwo einen Wickel. Das war nie unser Stil, das ist nicht die österreichische Gewerkschaftsbewegung. Wir haben in dem Land so oft bewiesen, dass wir Verantwortung übernehmen können. Und es schadet gar nichts, bei so einer Gelegenheit sich daran zu erinnern, wo war denn das Land, wenn es nicht unsere Väter, Mütter, Großväter, Großmütter gewesen wären, die nach den Gräuel des Faschismus dieses Land wieder aufgebaut haben und zu einem blühenden Land des Friedens gemacht hätten. Wo wären wir? Nirgends. Wir, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Gewerkschaftsbewegung. Wir sind der Teil der Geschichte, die diese Erfolge erst möglich gemacht hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Daher bitte ich euch sehr, nutzen wir die Möglichkeiten der nächsten Wochen und Monate. Informiert bitte die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben in der geeigneten Form, von der Bodenzeitung bis zur Betriebsversammlung. Schauen wir, dass wir die Kolleginnen und Kollegen so informieren, dass sie auch dann, wenn es notwendig ist, sagen, okay, wir sind miteinander dabei und wir setzen die nächsten Schritte. Diskutieren wir, welche nächsten Schritte das sein können in den Gewerkschaften, in den Bundesländern. Nutzen wir den Sommer für gemeinsame Aktivitäten und zeigen wir gemeinsam, wie wichtig uns die Sicherung der Kaufkraft ist. All das, was wir jetzt tun, all das, was wir jetzt in die Motivation und in die Mobilisierung einzahlen, all das hilft uns im Herbst. Und der Herbst ist nicht nur ein Thema für die Metallverhandlungen. Es ist ein Thema für alle Gewerkschaften. Es ist ein Thema von der Privatwirtschaft bis zum öffentlichen Dienst. Und das werden wir gemeinsam stemmen und gemeinsam meistern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nutzen wir die nächsten Wochen und Monate auch, um jene, die noch nicht in unserer großen gemeinsamen Gewerkschaftsfamilie dabei sind, zu überzeugen und zu sagen, hey, Alter, Alte, das wäre doch ein... Darf man das sagen? Jetzt war es zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, Gewerkschaftsmitglied zu werden. Jetzt war ein guter Zeitpunkt, Gewerkschaftsmitglied zu werden, weil wenn es darauf ankommt, und wenn es wirklich krachen sollte, dann bist du auch als Gewerkschaftsmitglied auf der sicheren Seite, weil, sorry, eine Streikunterstützung kriegen halt nur Gewerkschaftsmitglieder und andere nicht. Und vielleicht muss man das dem einen oder der anderen auch wieder einmal in Erinnerung rufen. Ich denke mir, schaden tut es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt so viele Krisen in dieser Welt, die sich gegenseitig befeuern und ergänzen. Und wir sind auch nicht blauäugig. Wir können nicht die Krisen einfach anstellen, indem wir uns bis zum Scheiter durchkämpfen und dann stellen wir auf Stopp. Das wird nicht gehen. Was wir aber machen können und was wir versuchen, das ist, die Krisen im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu managen, zu beeinflussen. Und wir können an Rahmenbedingungen und Hilfsmaßnahmen mitarbeiten und wir können Orientierung organisieren.
Und wir können versuchen, ein Stück Sicherheit all jenen zu geben, die jetzt verzweifelt sind und weil sie nicht weiter wissen. Und ihnen auch vermitteln, dass sie in einer starken, gemeinsamen, solidarischen Gewerkschaftsfamilie A, gut aufgehoben sind und B, die Basis dafür haben, dass wir gemeinsam das erreichen, was wir alle wollen. Ein gutes Leben für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Glück auf, danke für eure Solidarität, liebe Kolleginnen und Kollegen.